Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Final Fantasy. Ah, wir sind gerade auf dem Weg zu zum König. Dazu muss ich nämlich mit der guten Frau Kalowaki reden. Hallo? Hallo? Hm? Was ist? Bist du wieder verletzt? Nein. Unglaublich, Squall. Du hast die CC Kings alle geschlagen? Versteh mich nicht falsch. Ich habe mit den Freaks nichts mehr am Hut. Naja, dir kann ich ja sagen. Ich war lange Zeit der King. Aber vor 4 Jahren habe ich ihr den Thron überlassen. Wer sie ist, tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Such sie selber, aber da du die Kings geschlagen hast, wird sie von selbst kommen. Das kann ich jetzt gar nicht mehr mit dir spielen, oder was? Nein. Muss ich dann, auf der... So. So, laufen wir mal schnell wieder zurück. Also, was das wirklich eine Zeitersparnis einfach ist, das ist schon so krass. So, zack, speichern. Damit ich jetzt nicht gleich nochmal zu Frau Kalowaki laufen muss. Wie hast du bloß die Kings besiegt? Endlich jemand, mit dem ich ernsthaft spielen kann. Der Anführer der Kings, der Kartenmeister King. Das bin ich, Quistis Trepp. Endlich mal wieder in Uniform. Squall, du bist einfach klasse. Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so stark zu werden? Ich habe gehofft, dass du es bis hierhin schaffst. Oh! Krass! Kabanka kann ich dich... Ja, komm, wir versuchen es mal, ansonsten müssen wir eh neu laden, von daher, scheiß drauf, okay. Oh, sie hat Kaktorius, den ich schon habe. Oh, das dauert jetzt Ewigkeiten so. Entscheide ich mal ein bisschen schneller. Warum nimmst du denn den? Hä? So, zack. Bisschen zügiger bitte, Frau Treppe. Frau Treppe. Nein, natürlich nicht. Dafür hast du jetzt so lange gebraucht, um das auszusuchen. Wow. So. Zack. Was? Was hast du gemacht? Und ich hab trotzdem gewonnen. Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. Aber ein einzelner Sieg ist nicht genug. Wir wollen doch auch in Zukunft als Rivalen miteinander spielen. Ich bin jederzeit bereit für ein Spiel. Aber nur auf der Brücke des Gardens. Bis dann, Squall. Wir haben es geschafft, Leute. Allerdings muss ich noch eine Karte von ihr kriegen. Und zwar ist das nämlich Gilgamesh. Und die hole ich mir jetzt auch natürlich noch. Warte mal. Zack. Es tut mir so leid, dass ich jetzt so tausendmal hier speichern werde. Aber ich muss auf jeden Fall diese Karten haben. Ich meine, ich glaube, ich kann die jetzt auch im Nachhinein, glaube ich, bekommen. Aber wir haben ja eine massige Zeit. Von daher, obwohl ich könnte... Nein, das mache ich jetzt nicht. Nein, obwohl... doch, komm, wir gehen jetzt erstmal zu ihr, holen die Gilgamesh-Karte. Na, hoch. Hallo? Kabankel nehme ich ganz gut gerne mit. Der ist ein guter Spieler. Und sie hat die Gilgamesh-Karte. Sehr gut. Ist ja klar, dass sie jetzt Gilgamesh sofort ausspielen muss. Habe ich da eine Chance gegen 8 würde schlagen, hätte ich jetzt 2. Wir versuchen es einfach mal so. Dann haben wir nämlich schon mal einmal gedreht und ist ja egal. Wir können ja mit Minotaurus sie wieder zurückholen, unsere Ifrit-Karte. Also, natürlich wäre mir lieber. Okay. Ja, dann ist das halt so, ne? So, die 4, die werde ich als, Kabanka werde ich als letztes, denke ich mal, legen. Weil ich kann es mir einfach nicht erlauben. Was machst du denn da? So, zack.
und schon wieder gewonnen, Kirstas. So, wir müssen natürlich noch den Joker besiegen. Wir haben Kabanke, Gilgamesh und der letzte hat nämlich... Was war das? Ich habe mir da irgendwas hingeschrieben, was ich nicht mehr lesen kann. Hä, was steht denn da? Also ganz ehrlich, es steht, wenn ich jetzt so vorlese, Lea. Auf jeden Fall hat er irgendwas, was ich auf jeden Fall brauche. Und deswegen einmal schnell runter. Gespeichert. Und dann holen wir uns auch noch den, Joker. Den Joker, wie auch viele sagen. Also, das beispielsweise war ja gar nicht, ne? Joker. Ich hole den Joker. Was sieht das denn an? Hä? Um noch schneller zu Schuh zu kommen, kann man natürlich auch also aus dem Garten rausgehen, speichern. Das werden wir, glaube ich, auch mal machen, wenn wir die ganzen Sachen haben. So, jetzt muss ich aber hier hin. Warte mal. Wiedersehen. Zack. Ich bin jetzt nur alleine, ist egal. Ist jetzt auch gut. Zack. Das müsste nämlich auch dann der, das müsste jetzt der Joker sein. Oh, meine Herren. Bitte kein Dino. Natürlich ist es ein Dino. Oh, warte mal. Dino-Knochen, juhu. Den muss ich nämlich einmal ganz kurz... Habe ich das zufällig blenden? So, dann kann ich nämlich ein bisschen schneller bearbeiten. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Also so kann man immer ganz günstig gegen diesen Dino kämpfen. Ihr seht ja, wie schnell es geht. Wie schön der einstecken muss. Und wie oft er mich eigentlich jetzt schon getroffen hätte, aber noch nie getroffen hat, weil er mich ja glücklicherweise nicht sieht. Hallo, geht's noch? Was hast du denn überhaupt zum Ziehen? Warte mal kurz. Oh, was ist das denn da? Mama? Beben, naja, was soll ich denn mit beben? Ja gut, das muss ich dann irgendwann mal machen, wenn ich dafür Zeit habe. Jetzt habe ich natürlich keine Zeit, will euch natürlich noch den Joker präsentieren und hoffe, dass ich nicht neu laden muss. Bin wirklich am überlegen, was der einstecken hat für eine Karte, weil ich kann es echt nicht lesen. Also Kabanke, Gigamesh kann ich noch lesen, aber das letzte... Keine Ahnung. Müsste mich, glaube ich, auch mal gleich heilen. Wow, ey, das kann nur noch 100 Jahre dauern. Ich bin am überlegen, ob ich das cut. Aber letztendlich gehört es ja irgendwo auch dazu. Also, ich muss mich da jetzt auch mit rumschlagen. Ich frage mich auch gerade, warum das so asselig laut schon wieder ist. Ich habe gar nichts verstellt eigentlich am Ton. Werden wir dann auch in der Aufnahme sehen. Ich meine, da kann ich jetzt immer schön runterregulieren. Das ist wirklich langsam genug. Oh wow, jetzt habe ich eine Minute irgendwo hingestarrt. So, jetzt eigentlich nochmal kurz was trinken. Mit der guten Holunderdings. Das schmeckt echt lecker. Also ich empfehle wirklich jedem, kauft euch guten Holundersirup. Und dann gibt es also nicht so ekligen Waldmeister oder Himbeere oder sowas. Das ist echt eklig. Aber dieser leckere, oh. Du bist doch hier der Joker. Hey, du bist Sticker gewöhnt. Okay, wollen wir? Ja, ich bin einer. Ich bin der Joker. Aber ich bin nur ein Außenseiter. Du hast einen Kampfzähler? Wenn du mich gegen mich gewinnst, baue ich deine Zusatzfunktion ein. Jawohl. Ach, Leviathan!
Ach so. Ja, ich habe mir geschrieben, dass ich Leviathan brauche. Wow. Das habe ich echt nicht mehr auf dem Kopf gehabt. So. Du Arsch. 7, das kriege ich nicht hin. 6. Das will ich hinkriegen. 7, 7, mehr kann er mit Kaktorius holen. Kann ich ihn dann zurückholen? Ja, mit Kabangel. Ah, nee. 4, ne? Ja, nee, das mache ich nicht. Kann man hier lieber den hier? Ja, das ist nicht so ganz tragisch. Juhu! Und der dann gehört mir. Sehr gut. Mann, du bist stark. Naja, ich hab's dir versprochen. Gib mir mal deinen Kampfzähler. Okay. Jetzt müsstest du damit die Infos über die GF einsehen können. Ja, okay, komm. Nur einmal. Einmal zum Sp Wo ist der denn? Ich muss jetzt erstmal gerade. Ich komme gerade. Aber ansonsten hat er keine Karten nach mir. Badam, 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 bam, 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 bam. 6. Ja, das ist eigentlich egal, aber Bananen so, zack. Jetzt habe ich aber Angst. Nee, das wäre ja Blödsinn. Zack. Lebensfall wiederhole ich mir noch. Das hat doch geklappt. Wunderbar, dann haben wir nämlich dieses jetzt auch abgeschlossen. Dann stelle ich mich. Hä, aber wo habe ich denn diesen Zähler? Der denn wieder Blödsinn? Habe ich gerade gesehen. Was er eigentlich gar nicht lernen soll. Und ja, wir haben dann soweit alles geschafft. Schuh hat auf jeden Fall noch was Interessantes. Das werde ich mir jetzt aber anders holen. Ich werde erstmal kurz einmal abspeichern. Definitiv. Zack. Dann werden wir das nämlich so machen. Und ich habe natürlich wieder mal nicht den Zähler angemacht. So, ich würde gerne. Irgendeiner hat ja noch Quistis. Ich weiß gar nicht, wer Quistis hat. Aber wir machen das jetzt erstmal anders. Hallo, mit mir hoch. So, war der nieder? Das bleibt geheim! Ich hab's aber gewusst. Ja, wir legen ab. Wir müssen Xell mitnehmen. Und dann nehmen wir natürlich auch Irvine. So, wir fahren jetzt mal 3 Meter. Dann steigen wir aus. Speichern. Und gehen rein. Und dann habe ich nämlich die Möglichkeit, ja, nämlich mit ihr hier schneller zu spielen. So, spielen wir aber wieder mal mit den Karten, die mir so ein bisschen geläufiger sind. Zack, ja, danke schön. Sie hat leider nicht Ultima Weapon. Schade, schade. Aber ich weiß jetzt, dass sie es hat. Oh, mein Hintern, ey. Mein armer Hintern. Zack. Wahrscheinlich muss ich vielleicht auch einmal mit ihr so spielen. Dormen hat sie auf jeden Fall. Lass das doch mal. 6, 8. Können wir holen. Genau, sehr schön. So, ich habe schon alle Eimer. Dann nehmen wir doch Pudel und Reite nochmal. So, ja, wir können. Bitte, lieber Herr im Himmel, lass sie die Dings haben. Nein, nicht das Mogelkit. Ifrit braucht ich bitte einmal und dann einmal den Nantel und noch. Da ist auch wieder Ultima sehr, sehr gut. Zack. Sieht dann auch immer anfängt, so langsam zu spielen, ne? Ich verstehe es einfach nicht. Zack. Geht auch total einfach. Von der Hand ab. So, zack. Natürlich wird sie jetzt darüber was legen. Ja, kann es so oder so nicht ändern. Und schon haben wir Ultima Weapon. Juhu! Oh, gut, dass ich das alles so schön aufgedingst habe. Und jetzt würde ich sagen, ja, wir legen ab. Hier. Achso.
Ja, ich wollte nochmal ganz kurz einmal die GF dann koppeln. Das wird jetzt leider auch in dem anderen, also in dem Triple Triad Part sein. Ja. Scheiße, ey, was wollte ich denn jetzt machen? Truppe. Ja, genau, eigentlich Truppe. Nee, nee. Der ist schon Level 21, aber ihn brauche ich auf jeden Fall. Und er ist ja wirklich so ein bisschen low-levelig. Das heißt, mit Irvine ziehe ich jetzt erstmal ein bisschen rum. Das heißt natürlich auch, dass er sehr, sehr schnell so großartig alles kriegt. Alles. Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich doof? Bin ich denn doof? So, warte. Zauber wollte ich tauschen. Ach so, was soll's? Ja, der. Und wo ist jetzt drin? Ah. So, aber jetzt kann ich nochmal gucken, einmal, ob das auch so ein bisschen passig ist. Sorry, das ist einmal auch im Dings-Part mit dabei. Optimal. Ja, ach Gott. Warum hat er fast 500? Warum hat er 500 und der und hier die beiden anderen? Opa 025. Achso. Ja gut, das kann natürlich möglich sein. Ja, danke erstmal. Wir machen dann erstmal so ein bisschen weiter mit der Story, würde ich sagen. Das heißt, im anderen Part. Und alles, was jetzt so Triple Triad-mäßig ist, packe ich dann in den anderen Part. Bis dann. Tschüss.